L'espace numérique fait autant partie de notre quartier Marienplatz que du théâtre Rampen. Pendant le confinement, nous nous sommes aperçus du retard numérique. Au printemps, on a commencé avec des projets simples tels que les émissions de radio en ligne, mais aussi avec un projet complexe du cinéma intense théâtre House de Antecompa. Aujourd'hui, nous développons des modèles numériques esthétiques complexes qui visent à fonctionner à long terme. Par exemple, Herbert Morin, avec leur laboratoire Die Gesellschaft, en coopération avec la Merz Academy. Dans ce projet, mais aussi dans beaucoup d'autres projets, commençons à entremêler des espaces publics avec des situations de travail différentes, aussi bien analogues que numériques. L'enjeu est de transmettre par le moyen numérique l'intimité, l'immédiateté, mais aussi bien la sensualité physique. Tel est le nœud de notre problème et c'est le cinquième mur du théâtre qui doit maintenant être démoli. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Digitalisierung kulturellen Lebens, die schreitet, glaube ich, in den letzten Monaten verstärkt voran. Die Corona-Krise, sogenannte, hat sicherlich zu einem Digitalisierungsschub in den Institutionen geführt, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Die Literatur hat sich vorbereitet oder vielleicht auch nachbereitet darauf, Dinge auch digital im Stream stattfinden zu lassen. Und das ist erstmal eine gute Sache, weil jetzt eben auch Leute teilnehmen können an Veranstaltungen, die zu Hause bleiben müssen, nicht nur aus Corona-Gründen oder weil nicht genug Leute in den Raum passen, sondern eben auch, weil sie zum Beispiel Menschen pflegen müssen, weil sie Kinder zu Hause haben, weil sie lange arbeiten und sich später angucken wollen. Das sind alles, sagen wir mal, Beiträge zu einer größeren Barrierearmut, einer Abbau von Barrieren für Veranstaltungen, die ja tendenziell auf einer Zeit liegen, auf der viele Menschen nicht teilnehmen können. Das ist erstmal eine gute Sache. Eine zweite Sache, die mir auffällt, ist, dass der Fokus sich ein wenig von den großen Institutionen verschiebt auf Netzwerke kleinerer Institutionen. Das ist, glaube ich, relativ intuitiv nachvollziehbar, weil verschiedene Institutionen besser kompensieren können, wenn eine ausfällt. Und das ist nun gerade bei Corona, wo ein größeres Maß an Spontanität und natürlich auch sozusagen Infektionsgeschehen es notwendig machen, dass man das ausgleichen kann. Das sind sicherlich zwei Dinge, die erstmal positiv sind, die ein höheres Maß an Vernetzung bedeuten. Und gleichzeitig bleiben natürlich die Negativseiten, die ich am Ende nicht unerwähnt lassen will, der Corona-Situation im Allgemeinen, von der die Digitalisierung ja auch ein Ausdruck ist, nämlich dass nur jene Institutionen überstehen, die eine dauerhafte staatliche Förderung haben, die also nicht angewiesen sind auf Eintrittsgelder und es natürlich für Autorinnen und Autoren schwieriger wird, Geld zu verdienen, vor allem wenn sie nicht so bekannt sind. Denn die Bücher, die jetzt neu auf den Markt kommen, die gehen sozusagen durch ein viel engeres Aufmerksamkeitsraster als davor. Sodass ich am Ende nicht unerwähnt lassen will, dass es eine sehr, sehr schwierige Zeit ist, gerade für das, was man eine freie Szene nennt. Und ich glaube, da kommt das dicke Ende der Wurst noch. Und es wird, glaube ich, noch ziemlich unangenehm im nächsten Jahr zu sehen, wie all die Leute, die jetzt noch auf Reserven gelebt haben, wahrscheinlich nicht durch den Winter kommen werden. In diesem Sinne, ich bin Max Czollek, Grüße aus Berlin. Über der Veranstaltung heute steht ja die große Frage, welche strukturellen Folgen die rasante Digitalisierung in diesem Jahr für den Kultursektor hat. Das ist meines Erachtens schwer zu beantworten für den Kultursektor und es ist wie dieses Jahr und wie auch schon in den Jahren zuvor natürlich eher ein Prozess, in dem analoge Strukturen auf den Prüfstand gestellt werden, sie vielleicht abgelöst, erhalten bleiben, durch digitale Formate ergänzt, erneuert oder auch sogar revolutioniert werden. Die Europäische Kommission hat sich schon im Jahr 2018 in ihrer Digital for Culture Strategie dazu verpflichtet, die Digitalisierung des europäischen Kultur- und Kreativsektors zu unterstützen. Und das Programm Kreatives Europa Kultur, zu dem wir beraten als Stelle, fördert spartenoffen und themenübergreifend Digitalisierungsprojekte. Zum Beispiel in ihrer Nachbarschaft, das ZGM, hat seit dem letzten Jahr ein Projekt in der Leitung übernommen, Beyond Meta, in dem bereits abgeschlossene Ausstellungen digital sozusagen wiedereröffnet werden sollen.
oder auch das Projekt Opera Vision, was auch schon seit einigen Jahren Opern aus insgesamt 29 Häusern in Europa zur Verfügung stellt. Wir merken bei uns in der Beratungsstelle, dass in den Gesprächen mit den Kulturschaffenden die Hemmschwelle, Aktivitäten online zu planen und umzusetzen, kleiner wird. Natürlich geht nicht alles digital und das wissen wir alle, aber gleichzeitig merken wir auch einmal auf einmal, dass Dinge möglich werden, die vorher so gar nicht angedacht waren oder nie gingen. Und wir in unserer Arbeit im CED Kultur machen zum Beispiel alle Veranstaltungen nur noch online und ich frage mich eigentlich, warum ich das nicht schon viel früher gemacht habe. Weil wir mehr Leute erreichen, weil wir internationaler sein können, weil wir barrierefreier sind und ja, auch die Ausgaben, die wir zum Beispiel für Reisen oder auch Catering hätten, jetzt in bessere Technik, in Social-Media-Ideen und fließen können. Insofern freuen wir uns auf viele Ideen und Beratungen zu europäischen Projekten aus der Region, aus Stuttgart von Ihnen. Und in diesem Sinne, ja, viele Grüße nach Stuttgart und noch eine gute Diskussion. Vom Haus aus bin ich Autor, Regisseur und Produzent. Mein Startup, Tavma, bietet Filmvorführungen mit Gesprächen in unterschiedlichen Offspaces, wie Kunstgalerien, Cafés oder zum Beispiel Coworking Space. Das Format heißt Tavma Show. Es ist Film, Talk und Chat in einem. Die Digitalisierung spielt in meiner Arbeit sowohl in der Produktion als in der Distribution eine sehr große Rolle. Seit ein paar Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema Film und Innovation. Und deshalb habe ich mein Startup Tavma gegründet. Das Wort Tavma bedeutet auf Griechisch Wunder. Mein Ziel sind neue Produktion- und Distributionswege für internationale Filmemacher aufzubauen. Dabei möchte ich die Asymmetrie zwischen dem sogenannten globalen Norden und globalem Süden aufbrechen. Es geht darum, einen Perspektivenwechsel anzuregen und einen Dialog anzuleiten. Durch die Corona-Pandemie durfte ich mein Konzept noch mehr digitalisieren, als es schon war. Die Corona-Krise war für mich ein Beschleuniger und die Digitalisierung war für mich eine Verbesserung. Mittlerweile bietet Tavma Screenings als hybrides Format. Die Tavma Show Streaming Party. Hybrid bedeutet, dass diese Veranstaltung sowohl offline als online stattfindet. Tavma Show sind keine Vorführungen, bei denen man nach dem Film den Raum verlässt. Du kommst als Fremde und gehst mit Freunden. Hier gibt es Zeit und Raum, real und virtuell, um zwischenmenschliches nachhaltig wachsen zu lassen.